Okay, ihr habt's auf Z, Unterricht, Gollner und, haben wir dieses Vorlagenarchiv, Produktbilder und Pläne und da sind Brillen drinnen. Also nicht Brillen drinnen, sondern Bilder von Brillen. Also Unterricht, Gollner. Unterricht, Gollner, digitale Werkzeuge. Und dann müsste eigentlich das schon Vorlagenarchiv irgendwo da sein. Gollner, digitale Werkzeuge, dann nur Vorlagenarchiv. Vorlagenarchiv. Und da gibt es Produktbilder und Pläne und da gibt es die Brillen. Und dann nehmen wir diese Brille Images V9. Die ist da drinnen, ich weiß es. Images V9N irgendwas, ja, die da. Ich habe es davor als Rhino aufgemacht und jetzt ziehen wir das einfach auf die Oberfläche vom Rhino in einer Frontansicht und machen das da auf. Ich weiß jetzt, dass die Brille nicht ganz sauber aufgenommen worden ist vom Fotografen oder dann in Photoshop verzerrt worden ist. Die Seite ist anders als die Seite. Ich weiß es. Ja? Sieht man das? Okay. Okay. Ja. So, jetzt wissen wir aus Bildern, die es dort genügend gibt, so Konstruktionszeichnungen liegen da einen Haufen drinnen. Zum Beispiel die da. Wissen wir ungefähr, wie breit so eine Brille ist? Ja, und da haben wir diese Abmessungen drinnen von der Brille. Da haben wir die Abmessungen, das konnten wir uns irgendwie zusammenrechnen. Was habe ich da? Ich habe noch eine einfachere Zeichnung. Die da zum Beispiel. Und die Brille hat 140 oder 141 von der äußersten Kante bis zur äußersten Kante. Wichtig ist bei der Brille das Maß da, oder? Also dieses Maß, wo die Nase dann ist, das ist einfach ganz wichtig, passt sie oder passt sie nicht. Und was wir nun haben, ist der Abstand zwischen die zwei Gläser und die Glasbreite. Ja, das sind immer so, das ist in jeder Brille innen drinnen, steht das da drinnen. Wie groß die ist. Und die ist jetzt 140, das ist eine recht große Brille, aber wir machen es jetzt einfach einmal so. Man sieht da bei der Zeichnung auch noch diese strichlierte Linie, das ist die Rille in der Brillenfassung drinnen, wo dann das Brillenglas eingeklipst wird. Ja, da muss das reinpassen dann. Und was bei der Zeichnung vielleicht so, man sieht oder ungefähr, welche Materialstärken das hat, wenn man jetzt selber Brillen entwerfen sollte oder was, dann braucht man ja irgendwelche Anhaltspunkte, brauche ich ja. Ja? Und da ist sowas oft ganz hilfreich. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich gesagt habe, dann mal recherchieren über das Thema, aber vor dem Recherchieren könnte man Material sammeln. Ja? Und da geht man einfach mal her und sammelt alles, was ich zum Thema Brille finde, was mir wo ich das Gefühl habe, da kann ich irgendwelche Informationen auslesen. Und ja, ganz zuerst geht es einmal, wenn ich in dem Thema nicht drinnen bin, darum, wie soll ich denn beim Entwerfen einfach anfangen? Ich kann nicht auf einem weißen Blatt Papier irgendwelche Brillenformen zeichnen, die werden nie irgendwie passen. Kann ja nicht sein. Unser Gesicht ist ja nicht irgendwie. Ja? Sondern wir haben ja bestimmte Proportionen, die sich zwar dann vielleicht in den Hauptabmessungen ändern können, aber grundsätzlich haben wir eine bestimmte Proportion. Und irgendwie muss ich mich zuerst einmal an diese Proportionen muss ich mich herantasten. Ja? Das heißt, solange ich da nicht fit bin, einfach auf einem weißen Blatt Papier irgendwelche Brillenformen zeichnen, führt zu gar nichts. Ja?
Okay, wir nehmen also da diese 140 in der Breite und das können wir da im Rhino ja gleich machen. Wir gehen her, markieren das, gehen auf 2D skalieren und skalieren einmal von da, Shift-Taste drücken, nach da und das soll sein 140. Ah ja. Wir haben ja schon gesagt, dass das nicht genau in der Mitte, dass das nicht ganz genau stimmt, die Zeichnung. Das heißt, wir müssen dann sowieso noch einmal nachskalieren. Wo ist das? Deskalieren? 2 deskalieren. So, dann haben wir ja immer, also das gibt es ja in den Videos, das was wir da bis jetzt machen, ist ja alles in Videos schon 100-mal abgehandelt. Dann haben wir, damit wir das überhaupt nachzeichnen können, gehen wir nur her und ändern die Transparenz von dem Bild, indem ich auf die Eigenschaften gehe von dem, also ich markiere das Bild, gehe auf Eigenschaften, gehe dann auf dieses, auf die Farbtube und bei dem Bild, das steht ja da schon, Images, irgendwas, gehe unten auf Objekttransparenz und schalte da die Transparenz einmal auf, weiß ich nicht, 65 oder 70 oder irgendwas. Also das haben wir ja im letzten Jahr 100 Mal gemacht. Nein, 100 Mal reicht nicht. Weiter? Ich habe ein Bild von mir. Ja, dann. Wo? Irgendwo da drin, ich bin quasi weg vom Ding. Ja, dann zoom die halt einmal weg. Ja. Oder ansonsten gehst du auf Bearbeiten, alles, Objekte auswählen und sagst alles auswählen. Und dann tust du Entfernen drucken. Dann ist einmal zumindest, wenn du irgendwo was umeinander liegen hast, dann ist alles weg und dann holst du das nur mal rein. Ja? Ich fange mal. Ist oft gescheiter. Also, wir haben ja gerade erst angefangen, man kann also nur mal neu anfangen. Also, ich bin jetzt eher davon ausgegangen, ich brauche eigentlich nur noch sagen, wie man das dann, wie man diese dreidimensionale Form macht. Eigentlich schon. Okay. Das ist jetzt keine Ahnung, was wir sehen. So, und naja, und das lege ich mir jetzt halt vielleicht dann noch gleich auf eine neue Ebene, indem ich das Ebenenmenü aufmache und da sage, rechte Maustaste auf eine Ebene, das Objekt muss markiert sein, und dann sage ich Objektebene ändern. Nicht so Objekte in Ebene kopieren, weil dann macht er ein Duplikat und legt das in einer neuen Ebene. Ja? Und jetzt kann ich das ausklicken und einschalten mit dem Lampball. Und ich kann es auch sperren, sodass ich mir das nicht versehentlich wieder verändern kann. Wo wir das zeichnen, völlig wurscht, ja, das können wir auch da draußen machen, brauchen da also nicht jetzt irgendwo auf dem Raster das machen oder auf einem Nullpunkt, das spielt für uns keine Rolle. Ja. Rhino ist da flexibel. Gut, wenn wir das haben, Größe geändert und so und das auf einer eigenen Ebene und das vielleicht transparenter gemacht haben, dann brauchen wir eine Mittelachse, die setze ich da irgendwo mit einer Linie und während ich die Linie runterziehe, Shift-Taste drücke, dann ist es eingerastet und jetzt brauche ich es nur noch mit dem Gumball da in die Mitte reinschieben. Und dann haben wir unsere Mitte. Und jetzt können wir eigentlich schon diese Form nachzeichnen. Gibt es natürlich einen Haufen Möglichkeiten. Ich mache das ganz einfach mit der Kontrollpunktkurve
und lasse da das erste Mal da in der Mitte einrasten. Dann drücke die Shift-Taste und setze den zweiten Punkt der Linie. Ja? Warum? Naja, mit zwei Punkten im rechten Winkel zu der Linie haben wir automatisch, wenn wir das dann kopieren, da einen tangentialen Übergang. Wer sich daran noch erinnert. Bitte? Und jetzt brauche ich da eigentlich nur ganz wenig Punkte. Die ziehe ich einfach einmal irgendwo rüber. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Mit 4 bringt man es wahrscheinlich auch schon zusammen. Aber ist gleich. Dann markiere ich den Punkt und bringe den da in Position. Den tangentialen Anschluss da, das heißt, den Punkt kann ich schon verändern, aber eben nur horizontal, ja, und nicht vertikal. Das heißt, er muss da gerade bleiben. Er muss in der gleichen Höhe bleiben wie der erste Punkt, sonst zerstören wir uns den tangentialen Anschluss. Einfach nur eine Kontrollpunktkurve. Und die Kontrollpunktkurve, die lasse ich da auch lang drüber laufen, auf der linken Seite, weil das kann man dann richtig schön spannen und das können wir alles wegtrimmen. Und wenn man die obere hat, da können wir gleich mit der unteren anfangen. Nur nochmal zur, damit man sie vielleicht leichter tut, ich brauche, um eine saubere Kurve zu machen, sowas, also sowas, brauche ich 1, 2, 3 Punkte. Ja? Das brauche ich mindestens. Ja? Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich die Kurve da erst einmal so ändere und ich kann sie auch enger machen, indem ich da zusammenfahre. Dann bringe, kann ich einen anderen Radius machen. Ja? So, ich mache das jetzt noch ganz schnell. Ah, da wieder erster und zweiter Punkt, gell? Dann drei Punkte da, drei Punkte da, drei Punkte da, da drei Punkte und da wieder raus. So, und dann können wir das noch kurz anpassen. Das passt so bei mir. Dann mache ich noch die 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so. Und das dann mal anpassen. Ich lasse jetzt dabei einmal so, jetzt mache ich aber da auf der Seite die Linie da dann noch, das mache ich auch noch und das dann mal gleich trimmen. Das weg und das weg. Und dann dann mal diese Teile da gleich mal verbinden, dann sind die zusammen. Dann können wir das Ganze spiegeln. Und können das Ganze nur mal zusammenhängen. Wir ändern da jetzt mal zuerst noch nichts an. Gut, dann haben wir das. Das können wir jetzt halt ausblenden, brauche ich nicht mehr. Jetzt geht es darum,
Wie können wir denn das Ganze jetzt in diese dreidimensionale Form bringen? Und da können wir nicht zurecht, wenn wir da irgendwie zupfen anfangen. Ja? Also es macht jetzt keinen Sinn, da das Ganze mit den Punkten irgendwie hinzutrimmen, da können wir nicht hin, sondern wir machen eine Hilfskonstruktion. Und die Hilfskonstruktion ist ein ganz vereinfachtes Abbild unseres Gesichtes. Ja? Also die Form dieser Brille ergibt sich eben unter Umständen aus diesen Base Curves, die wir da haben, und die ist da anders. Und was wir jetzt dann, wir machen das jetzt nicht groß wissenschaftlich, sondern wir nehmen einfach ein Bild her von einer so einer Brille und schauen einmal, was die ist da für einen Biegeradius hat. Und zu dem Zweck holen wir uns noch ein weiteres Bild her. Der Rest, nachdem ja die Brille da jetzt nicht diese 140 hat, das wir zuerst einmal festgelegt haben, sondern ja ein bisschen kleiner ist, weil die Zeichnung nicht genau stimmt, das kann man jetzt natürlich auf das wieder kreieren. Wir können das alles markieren, gehen auf 2D skalieren und skalieren jetzt aber von da aus der Mitte aus zu da her. Sagen, die Strecke soll sein, nicht 140, sondern jetzt in dem Fall einmal 70, dann wird es von der Mitte aus einfach in 2D skaliert und wir haben jetzt 140 Gesamtbreite. Fertig? Ja. Passt? Okay. Dann gehen wir jetzt her und nehmen eine Zeichnung. Nehmen wir da für eine. Okay, die nehmen wir mal. Wir nehmen aus dem Produktbild an Pläne und Brillen, da liegt eine Planzeichnung drinnen und die heißt 3FF, 5FF. Ja. Haben wir die? Gefunden. Und die ziehen wir uns auch wieder ins Reine. Bild, machen das, ziehen das einfach mal so auf. Was? 3FF, 5FF heißt das. Und dieses Bild nehme ich jetzt und verschiebe es. Und zwar so, dass die Mitte von dem da, also da, die Mitte, möglichst gut, das soll da in der Mitte von unserer Achse einrasten. Ja. Ich bringe jetzt nur dieses Bild mit meiner Brille irgendwie in Deckung. Ja? Aber in Deckung, die Form, die Vorderansicht interessiert mich jetzt nicht so sehr, ich brauche das nur, damit ich Mitte ausgerichtet habe. So, und was geht's mal? Ich möchte jetzt, dass ich den Bogen oder die Breite, das skaliere jetzt so groß, bis das genau mit meiner Brille zusammenpasst. Und deswegen aus der Mitte aus ist das super. Gesundheit. Und jetzt gehe ich da in der Vorderansicht, mache ich das, ich markiere das Bild, gehe wieder auf 2D skalieren, gehe da in die Mitte rein, da irgendwo, das ist mein erster Bezugspunkt, drücke die Shift-Taste, gehe da raus an den Rand von diesem Bild und das ziehe ich dann einfach auf, bis das da heraus bei meiner Originalbrille einrastet. Und dann kann ich das da aufschieben und jetzt habe ich quasi, hat meine Brille oder beziehungsweise das Bild hat da genau die gleiche Breite wie das. Also habe ich auch den Bogen schon in der richtigen 1:1 Größe. Gut, wenn wir das dann so haben und die Zeichnungsbreite, also die
die Draufsichtsbreite von der Brille mit unserer Breite zusammenstimmt, dann können wir da zum Beispiel einmal schauen, was haben wir denn da für einen Radius. Man sieht das zwar da schon, dass das offensichtlich zwei Bögen sind, einer da und einer da, und in der Mitte gibt es irgendwie so einen Übergang. Das ist uns jetzt einmal wurscht, wir wollen das nur ganz grob haben. Und diese Breite kriege ich außer, indem ich sage, ich nehme einen Dreipunktkreis, also einen Kreis über drei Punkte, und jetzt kann ich diese Brille abtasten. Ja, kann sagen, okay, der erste Punkt ist da, der zweite Punkt ist gegenüber, da, und jetzt mache ich den dritten Punkt, und wo ist der dritte Punkt? Ungefähr da. Und dann habe ich einen Kreis, der in etwa, ganz grob, meinen Bogen ausmacht. Das stimmt natürlich jetzt da nicht ganz genau, aber das reicht uns. Ja. Das reicht uns jetzt da, aber wenn wir darüber reflektieren würden und wir müssten jetzt für einen Kunden eine Brille machen, dann reicht das natürlich unter Umständen nicht. Dann müssen wir nur über dieses Problem recherchieren. Ja. So, und jetzt braucht man eigentlich nur noch den Kreis, den Mittelpunkt vom Kreis, mach jetzt einmal, ich gehe da auf Verschieben, halt da herunten das Zentrum eingeschalten, damit ich den Mittelpunkt, damit sich der fange, den nehme ich jetzt und setze den einmal irgendwo da auf meine Mittelachse drauf, weil dann offensichtlich mein Kreis. Okay, Kreis haben wir weg. Ja, passt das so? So. Ich gehe da jetzt her und mach niemand Dreipunktkreis. Ciao. Kreis über drei Punkte und taste diese Form ab. Und zwar setze ich den ersten Punkt ganz links, den zweiten Punkt ganz rechts und den mittleren Punkt, den definiere ich da dann einfach so, setze ich irgendwo da daher, bis das irgendwie so ungefähr passt. Und jetzt nehme ich den Kreis, den Mittelpunkt vom Kreis, dazu muss ich hier unten die Zentrumsmarke einschalten und setze den einmal da auf meine Mittelachse, nur damit das sauber ausgemittelt ist. Gell? Das Bild brauche ich jetzt, lege auf eine neue Ebene, brauche ich eigentlich nimmer. Aber kann ich mal so ausblenden. Und mit dem Gumball schiebe ich das dann da noch mal drauf. Jetzt kann ich mir sicher sein, dass die Mittelachse der Brille geht genau durch die Mitte des Kreises. Wir brauchen natürlich den Kreis von oben. Also markiere den Kreis. Geh da in einen Schrägriss und über den roten Gumball dreh, über das rote Gumball Drehwerkzeug drehe das um 90 Grad. Schieb das dann weiter zurück und kann jetzt das Gesicht, ja, die Fläche, diese Schildfläche von unserem Gesicht einfach mit dem Knopf vom Gumball mit dem Runden nach unten extrudieren und kriege so den Zylinder, der unsere Gesichtsfläche sein soll. Jetzt haben wir da jetzt noch ein bisschen blöd vielleicht. Ja. Kreis über drei Punkte. So, beim noch Extrudieren haben wir bei den drei dünne schwarze Linien nach unten und ein bisschen dickere. Die dickere ist die Naht dieses Zylinders. Das ist ungefähr so, so wenn ich einen Papierstreifen zu einem Zylinder mache und ich muss ihn auf einer Stelle zusammenkleben. Ja? Wenn ich da jetzt sauber in die Vorderansicht reingehe, dann schaut es bei mir so aus. Ich will nicht, dass diese Linie irgendwo mit meiner Brühe in Berührung kommt. Deswegen geht oder markiere den Zylinder, gehe nochmal in die Draufsicht und drehe den Zylinder ein kleines bisschen weiter
über die Mitte, so dass ich die schwarze dicke Linie aus meiner Brillenfassung rausdreht habe. So, jetzt ist diese Brillenfassung natürlich nicht einfach nur gerade, sondern die ist nur dazu, um 9 Grad ist das Glasl schief drinnen. Ja? Wer eine Brille hat und man schaut sich das von der Seite an, sieht man, die Brille ist eigentlich nur dazu, hat da einen Winkel. Ja? Sind das jetzt 9 Grad, 8 Grad, 5 Grad, spielt eigentlich keine Rolle, das hat 9 Grad. Und das können wir ganz einfach machen. Also was tun wir jetzt? Wir projizieren, wir machen jetzt genau das. Ja? Wir haben eine zweidimensionale Linie gezeichnet, nämlich diese Brille, und wir projizieren jetzt diese Linie dann zurück auf den Zylinder und kommen dann zu unserer gebogenen Form. Damit wir das jetzt nur diese 9 Grad auch noch zusammenkriegen, können wir einmal einfach probieren, in der Seitenansicht den Zylinder zu markieren und wiederum über das Drehwerkzeug von Gumball einmal draufklicken und dann einfach so um 9 Grad drehen. Aber nicht, 9 Grad drehen. Jetzt haben wir eigentlich einen Zylinder, der liegt so schief irgendwie da. So, von da weg ist es jetzt aber ganz einfach dann, weil jetzt können wir einfach die Form außer trimmen. Und zwar zuerst einmal nur die Außenform. Nee. Was, ne? Halt. Ja. Halt, stopp. 12 Minuten haben wir noch. Nein, 25. 17 Minuten haben wir noch. Wie wichtig, wenn wir das rein? Klick einfach drauf und gib 9 Grad ein. 9 Grad, und zwar so soll es sein, gell? Lisa? Sekunde, wird alle gleichzeitig. Ja, also, wir haben das so. Hab's geschafft. So ist es dort. Wir brauchen also etwas, was da zurück. So. Dann gehen wir wieder auf die Vorderansicht, also noch von vorne. Und jetzt gehen wir auf das Trimmwerkzeug, wählen die Außenkontur von unserer Brille und wählen den Zylinder, dann rechte Maustaste und dann klicken wir auf den Zylinder außen. Und voilà, wir haben zwei dreidimensionale Flächen. Und zwar zweimal, nämlich auf der Zylindervorderseite und auf der Rückseite, und die Rückseiten können wir gleich markieren und weg da. Jetzt, die Brillengläser haben wir nicht so ausgeschnitten, weil sonst sind die Brillengläser ja weg, aber die brauche ich ja noch. Ja, die will ich ja noch haben. Genau. Jetzt gehen wir auf Teilen. Wobei, jetzt könnte man nur sagen, wenn man jetzt das einfach nur teilt, dann haben wir das kleine Problem, dass das Brillenglas genau gleich groß ist, als wie das Loch. Ja? Ja? Gescheiter war, wir gehen zuerst in dieser 2D-Linie, was wir gemacht haben, her und gehen da auf Parallelkurve und markieren das und sagen, ja, ich möchte gern 1 mm, 1 mm dazu haben. Ja? Und mache da eine Doppellinie. Bei mir. Ach so, okay. Ja, also, weil das muss ja ein ineinander geklebt sein. Aber jetzt einmal lassen wir das, ja. Ich tue das jetzt gar nicht. Wir machen sie gleich groß, die liegen einfach, werden dann einfach mit UV-Kleber reingeklebt. Ja? Wurscht, ich möchte, dass wir das jetzt fertig haben. Das Prinzip habe ich es verstanden, ja. Ja, um das geht es mir jetzt eigentlich. So, wenn wir das haben, dann gehen wir jetzt nicht mehr auf Trimmen, sondern auf Teilen. Das ist der Befehl daneben. Ja? Beim Teilen, da muss man bitte oben einmal lesen, was das System möchte. Gell? Das möchte jetzt das Objekt zum Teilen haben. Ja? Das ist diese Fläche. Dann rechte Maustaste und dann wähle die zwei Gläser, Formen und wieder rechte Maustaste. Und jetzt haben wir
diese Gläser eigens. So, und jetzt braucht man das Ganze, das ist ja jetzt momentan also nur eine virtuelle Fläche, kein Material und nichts. Jetzt braucht man ein Material dazu, also eine Materialstärke. Und die Materialstärke, die können wir nicht mit Extrudieren machen, weil beim Extrudieren, wenn wir was gebogen haben, dann wird das nur grad zurückextrudiert. Ja? Nur grad, das stimmt aber nicht. Ja? Weil man stelle sich vor, die ist da in der Herstellung. Das ist zuerst eine Platte, dann wird das gefräst und dann wird das gebogen. Die ist da. Ja? Also haben wir da auf der Seite was Schräges. Ja? Das ist eine Materialstärke, die dann einfach aufgebogen wird. Wenn wir das extrudieren, dann haben wir das nicht. Dann haben wir keine Schräge, sondern wir haben es überall nur gerad zurück. Also machen wir es anders. Wir markieren das und gehen in den Flächenwerkzeugen auf die Parallelfläche. Haben wir auch schon gemacht. Und wenn wir da jetzt draufklicken, dann kriegen wir so kleine weiße Pfeile, die zeigen uns eine Richtung an, in welcher Richtung das System jetzt diese Parallelfläche machen möchte. Und jetzt müssen wir oben schauen, was da steht. Einmal der Abstand. In welchem Abstand soll er da eine Parallelfläche machen? Und wir können da hinten auch gleich sagen, er soll einen Volumenkörper draus machen. Das heißt, er soll das wirklich nicht einfach nur eine Fläche nach vorn setzen, sondern er soll das gleich verbinden und fertig machen. Und wir können nur weiter sagen, es soll nicht gleich nach vorn gehen, sondern auch in beide Richtungen, das heißt nach vorn und nach hinten. Das heißt so, dass die Fläche, was wir jetzt haben, dann in der Mitte ist. Ja? Das heißt, wir gehen von der Mitte aus, machen einen Teil vorn und einen Teil hinten. Das wird wahrscheinlich perfekt sein. Also müssen wir sagen, beide Seiten muss angeklickt sein, ja. Die Materialstärke von so einer Brille sind ungefähr 4,5-5 mm. Also gehen wir auf Abstand und sagen bei Abstand 2,25 nach vorn, 2,25 nach hinten. Das sind 4,5. Und Volumenkörper soll ja sein. Und wenn wir jetzt dann das berechnen lassen, voilà, wir haben eine Brillenfassung fürs Komma. So, und jetzt können wir nur sagen, wir machen es jetzt ganz einfach, markieren das Ganze, gehen auf die zwei Kugeln auf polische Operation und da gibt es den Punkt verrunden. Also wir brauchen es gar nicht markieren, wir gehen auf verrunden, dann markieren wir das Ganze. Ich mache jetzt nur einen Verrundungsradius. Gell? Und den Kanten verrunden, oder? Kanten verrunden, ja. Und markiere das Ganze, klick einmal die rechte Maustaste, dann sollte da oben stehen, alle einstellen. Da oben gehen wir auf alle einstellen und sagen, lassen wir es mal mit 0,7. Probieren wir einmal, 0,7 geht. Und lassen das einfach einmal mit 0,7 verrunden. Da braucht er ein bisschen. Und jetzt haben wir eine perfekt verrundeten Brillenrahmen. Gut. So, jetzt haben wir nur die Brillengläser. Das sind keine optischen Brillen, sondern nur Sonnenbrillen. Das heißt, wir haben eine Materialstärke. Wir gehen wieder auf Parallelfläche, markieren beide Brillengläser, also beide Flächen, Brillenflächen, rechte Maustaste und geben als Abstand jetzt ein 0,6 Volumenkörper, ja, beide Seiten, ja, das heißt, wir haben dann eine Brillenstärke von 1,2 mm. Ich weiß gar nicht, wie Sonnenbrillenglasel, vielleicht sind die sogar dünner. Ja? 0,5, sagen wir mal. Mit Parallelfläche und wieder Volumenkörper und jetzt haben wir eigentlich unsere Brille.
Ja, beide Seiten. Wieder beide Seiten. Ja, aber dann haben wir wieder, dann gehen wir immer von der Mitte aus und wir haben danach, also wenn wir das jetzt zum Beispiel den, die Rille noch ausschneiden täten, wenn ich von der Mitte ausgehe und das mache, dann kann ich perfekt die Rille und alles gleich machen. Ja? Gut. Und, bitte? Also 0,5, das heißt 1 mm stark. Ja, du hast eine optische Brille, da schaut sowieso ganz anders aus. Ja, eben, aber so. Ja. So, und jetzt hat, naja, der nächste Weg, das zu rendern, ist ja ganz einfacher. Auf die Rendereinstellungen, Grundebene, Material verwenden, okay. Dann ins Materialfenster gehen, ein Material Kunststoff, ein Material Glas, die zwei Brillengläser markieren, dem Material Glas und einmal den Kunststoff zuweisen. Den Kunststoff machen wir gleich in irgendeiner Farbe. Und im Render, bei den Rendereinstellungen noch dieses Rhino Studio abändern in das Preview Studio. Okay. Und dann mit Raytracing berechnen lassen und die Brille ist, schaut aus wie perfekt. Also Sonnenbrille braucht natürlich auch dunkles Glas oder irgendein andersfarbiges Glas. Und wir haben die Sonnenbrille. Dauert bei euch ein bisschen länger zum Rechnen, aber... Oh, jetzt geworden. Jetzt war auf dem weißen Bildschirm. Hast du das Licht geändert? In den Rendereinstellungen... Rendereinstellungen gehst du da bei Beleuchtung auf dieses Studio, auf den Stift, dann kommst du da her, da hast du nur mehr dieses Studio da, gehst nur mehr drauf, dann kommt das, dann gehst du auf die drei Punkte und jetzt kommst du in das System rein und du hast dieses, das wird jetzt verwendet und das wollen wir. Okay, das ist unter C-Programme Rhino 7 System. Aber man kann natürlich auch jedes andere HDR-Bild verwenden. Wenn man irgendwo ans Link hat. Gut. Also, ich habe gesagt, wir bringen es fertig. Es ist jetzt genau 24 Minuten, hätten wir noch auf den Punkt.